Die Faszination Blasmusik wurde im Rahmen des 170-jährigen Gründungsjubiläums der Marktmusikkapelle Irtning mit einem zweitägigen Fest gebührend zelebriert. Begonnen wurden eben diese Feierlichkeiten am Freitag, dem 19. Mai, mit dem großen österreichischen Zapfenstreich, einer historisch überaus bedeutsamen militärischen Zeremonie, zu ganz besonderen Anlässen zum Besten gegeben wird. Der Zapfenstreich, er rührt her vom 30-jährigen Krieg. Der richtige Zapfenstreich wurde erstmalig gespielt 1769. Ursprünglich nur mit Trommeln, dann mit Hörnern. Und dann sind verschiedene Traditionsmärsche dazugekommen. Der große österreichische Zapfenstreich besteht aus der Bundeshymne, aus dem Prinz-Eugen-Marsch und O du mein Österreich. Eine so vitale und renommierte Musikkapelle in der Gemeinde zu wissen, erfreut natürlich auch Bürgermeister Guggernick, der das Engagement und die Wichtigkeit der Marktmusikkapelle hervorhebt. Der große österreichische Zapfenstreich, wie er heute dargegeben wird, ist natürlich auch für die Musik eine Herausforderung. Und nur die besten Musikgruppen sind berechtigt, diesen aufzuführen. Und das macht uns stolz, dass wir mit unserer Marktmusik Irtning da eben heute dabei sein dürfen. Gedacht wurde mit dem Zapfenstreich allen gefallenen, vermissten und verstorbenen ÖKB-Kameraden sowie allen verstorbenen Musik- und Feuerwehrkameraden. Die 33 ÖKB-Ortsverbände des Hauptbezirksverbandes Lietzen entsandten zu diesem besonderen Anlass Fahnenabordnungen mit zahlreichen Kameraden und bildeten so gemeinsam mit der Marktmusikkapelle und der Feuerwehr den gelungenen und stimmungsvollen Auftakt zur 170-Jahr-Feier. Also wir bei der Marktmusikkapelle Irtning sind 75 aktive Mitglieder und heute beim Zapfenstreich dürfen 65 Musikanten und Musikantinnen mitwirken. Am darauf folgenden Tag werden dann mit dem Aufmarsch der fast 800 Musikerinnen und Musiker am Irtninger Hauptplatz den unzähligen Schaulustigen ein wahrhaftes Spektakel geboten. 20 Musikkapellen präsentierten sich dort und gestalteten den Festakt. Ja, also unser Musikbezirk Gröbming, wir haben einen sehr starken Zusammenhalt innereinander. Wir fahren zu anderen Festen hin, zu Jubiläumsfesten und dafür kommen auch die Kapellen dann zu unserem Jubiläumsfest. Ja, dass das Wetter passt und der Wettergott ist uns wirklich gut gesonnen, gestern und heute auch schon und ich glaube, es hält dann auch aus. Wenn es nicht zu warm ist und nicht zu kalt ist, dann passt es genau für ein Fest. Im Anschluss an den Festakt erfolgte die Defilierung zum Festzelt, wo 6 Gastkapellen konzertierten und für beste Stimmung sorgten. Sicher, ein musikalischer Höhepunkt war sicher gestern der große österreichische Zapfenstreich, den wir das erste Mal da in Irtning als Marktmusikkapelle Irtning aufgeführt haben. Ich glaube, der Besuch und allgemeine Resonanz gibt uns recht. Es war eine super Veranstaltung, wir haben super Glück gehabt mit dem Wetter und allgemein, glaube ich, Resonanz war gut. Heute, der Festakt ist vorbei, der offizielle Teil und jetzt hoffen wir, dass der gemütliche Teil auch noch ganz gut passt. Zum gelungenen Fest gratulierte natürlich auch die heimische Politik. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude beim Musizieren. Sie sind ja jetzt mit dem neuen Obmann Martin Lackner wieder in sehr guten Händen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie noch ganz viele musikalische Erlebnisse haben in altbewährter, starker Gemeinschaft. Das ist definitiv. Also so 170 Jahre ist schon eine ganz lange Zeit. Und dieses 170-jährige Jubiläum, das zeugt schon von einer lebendigen Tradition, von einem großen Erbe und definitiv auch von einer guten Gemeinschaft. Würde nicht funktionieren und schon gar nicht diese lange Bestandszeit, wenn da nicht immer wieder großartige Persönlichkeiten dahinter wären, die das Gemeinschaftswohl fördern und die Gemeinschaft zusammenhalten. Und man hat es auch die letzten Tage gesehen beim Aufbau, bei der Organisation. Es hat Tage gegeben, da waren 50, 60 Personen da und das war aber nur ein Teil der Leute, die insgesamt zur Verfügung stehen. Und das erklärt sich von selbst, dass so ein großartiges Event, wenn da nicht jeder seinen Platz einnimmt und gemeinsam am selben Strang zieht, dann funktioniert es nicht. 170 Jahre und kein bisschen leise. Die Marktmusikkapelle Irtning zeigte im Zuge ihres Gründungsfestes einmal mehr Kraft der Musik und Kameradschaft und machte somit Zusammenhalt und Miteinander wahrhaftig spürbar.